herzlich zum Meistertitel. Wie fühlst du dich? Ja, super gut. Ja, es war eine schwierige Saison. Es fällt uns ein grosser Stein vom Herzen. Viel Anspannung, die weggeht, die abfällt. Und, ja, ich bin überglücklich, dass wir das erreicht haben. Der vierte Titel in Serie für den FC Basel. Und, ja, ich bin auch glücklich für die Zuschauer, die uns jeden Match unterstützt haben. Auch wenn man heute gesehen hat, volles Stadion. Und auch nachher in der Stadt wird wieder riesig sein. Und, ich freue mich für den Club und für uns natürlich. Gut, ich fühle mich sehr gut. Es war ein hartes Stück Abend am Schluss. Wir haben uns über die Ziellinie gekämpft am Schluss. Wir sind wirklich auf der Felge gelaufen. Und von dem her ist es sehr speziell und emotional. Ich stehe hier auf dem Platz, im Jockeli. Mit auf dem Platz und darf den Kübel hochhalten mit den Jungs zusammen. Und für das liebt man den Fußball, für das ist man gerne Trainer. Und nein, das geht um den Titel, es geht um Trophäe hochzuhalten. Spieler ist man ein kleiner Teil von einer grossen Mannschaft. Als Trainer hast du die Gesamtverantwortung und das macht einen kleinen Unterschied. Aber nein, alle super mitgezogen von der ersten Sekunde. Ja, immer daran glaubt und es ist halt nur beim FC Basel möglich. Es ist ein super Gefühl, wenn man Meister wird, das ist doch klar. Und ich bin froh, dass ich nur das Gefühl des Meisters hier kenne. Also ich habe jetzt in 2,5 Jahren 3 Meisterschaften geholt. Und das ist natürlich toll, wenn man nur auf der Sonnenseite in der Liga ist. Und ich freue mich einfach und bin auch stolz auf unsere Leistung, auf meine Leistung. Und ja, man kann es in Worten nicht beschreiben im Moment. Einfach ein sau gutes Gefühl, das kannst du zusammen mit der Stadt, mit dem Stadion, mit den Leuten hier drinnen und dieser Mannschaft, die so grausam viel haben müssen jetzt in den letzten Monaten leisten, dass du das jetzt kannst geniessen kannst. Du musst ein bisschen zurückschauen und dann spürst du ein sehr gutes Gefühl. Wie geht die heutige Nacht noch weiter? Vielleicht fröhlich. Jetzt freue ich mich mal, mit gutem Gewissen ein Bier zu trinken in der Kabine. Und dann werden wir noch ein bisschen innehalten mit der Mannschaft. Das braucht man auch ab und zu, das ist immer sehr schön. Und dann freuen wir uns natürlich alle von unseren Fans und auf ein riesen Vier im Barfi. Wir waren jetzt die letzten 2 Jahre, denke ich, ganz gut beim Feiern und wir haben nichts verlernt für dieses Jahr. Und ich denke, es wird die ganze Nacht heute durchgehen. Zum Glück hat der Regen aufgehört, wir freuen uns. Ich hoffe, es hält auch so. Und ich denke, dann machen wir wie die letzten 2 Jahre die Nacht zum Tag.